So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die MT Melsungen am heutigen 21. Dezember vor 6.499 Zuschauern in unserer GTK Arena. Zur Halbzeit ein 14:15 und der Endstand 27:26. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der MT Melsungen: Tim Schneider mit 6 Toren und ebenfalls 6 Treffer durch Marino Maric. Und auf Seiten des SC Magdeburg heute eine sehr ausgeglichene Torfolge. Erfolgreich dabei, am erfolgreichsten dabei ist Sierko Musa mit 4 Toren, Yves Grafenhorst mit 4 Toren. Und auch Robert Weber mit 4 Treffern. Aber irgendwie stimmt das hier, glaube ich, nicht so richtig. Ja, das ist so, glaube ich, ein bisschen verrutscht von der Protokollführung, weil der 7-Meter-Lauf ist von Matthias Musche erzielt worden. Also 3 Treffer von Matthias und 3 von Yves. So, und soweit diese statistischen Werte zu diesem Spiel. Wir begrüßen recht herzlich den Gästetrainer Michael Roth und bitten um sein Statement zu diesem Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ja, aber so die Samen sind sehr enttäuscht über die Niederlage, weil ich denke, wir waren heute die bessere Mannschaft über die 60 Minuten. Und so ist es im Sport dann brutal, wenn man am Schluss so verliert. Andererseits hatten wir die Chance, denke ich, so 4, 5 Minuten oder 8 Minuten vom Spiel, das Spiel zu entscheiden. Und das Einzige, was wir heute nicht gut gespielt haben, war eine Überzahlsituation, wo wir uns ja ungeschickt angestellt haben dann 2, 3 Bälle nicht gemacht, die man normalerweise dann in so einem Spiel machen muss. Und noch 2, 3 technische Fehler zu viel. Gerade am Schluss, der letzte Angriff, da muss man nochmal zustechen und das haben wir nicht geschafft. Und ja, das ist in Magdeburg so, dann haben sie den letzten Angriff ganz gut gespielt. Wir haben jetzt richtig zugeordnet und ja, und dann ist ein Spiel verloren, was für uns natürlich sehr brutal ist, weil wir jetzt die letzten Spiele wirklich sehr gut gespielt haben. Und gerade hier heute mit dem Sieg oder mit dem Punkt hätten wir natürlich ein richtig gutes Weihnachtsfest gehabt. So sind wir alle sehr, sehr enttäuscht und müssen aber weitermachen. So ist es im Sport, gibt dazu keine Alternative. Und ja, nochmal Glückwunsch und frohe Weihnachten. Dankeschön. Danke, Michael Roth. Ja, von der Geschäftsführung ist Axel Gerken noch mit am Tisch zur Pressekonferenz gekommen. Kurz deine Worte zum Spiel. Ein bisschen kurz. Ja, guten Abend. Ja, was soll man sagen nach so einem Spiel? Wir haben fast das komplette Spiel geführt und verlieren dann aufgrund unserer eigenen Fehler, vor allen Dingen in Überzahl am Ende. Wir haben schon gesagt, dass das bitter ist und so empfinde ich das auch. Aber man muss auch das Positive sehen. Wir haben nichtsdestotrotz, glaube ich, über einen langen Zeitraum im Spiel eine sehr gute Leistung gebracht. Und es hilft nichts bei aller Enttäuschung, die wir jetzt haben, müssen wir uns daran wieder aufrichten. Und dann werden wir am 27. noch zu Hause gegen Flensburg ein schönes Spiel haben. Und dann geht's weiter. Frohe Weihnachten an alle und bis zum nächsten Jahr. Glückwunsch an den SCM. Danke. Dankeschön, Axel Gerken. Ja, Bennett, dramatische Phase am heutigen Abend, Schlussphase vor allen Dingen. Wie siehst du dir aus? Wie hast du das alles erlebt? Ja, erstmal danke Schorle für die Glückwünsche. Danke Axel für die Glückwünsche. Wir nehmen die Glückwünsche gerne an und die 2 Punkte gerne mit. Ich verstehe natürlich die Unzufriedenheit oder die Enttäuschung auf Melsunger Seite. Muss auch sagen, dass meine Mannschaft heute in bestimmten Teilen des Spiels nicht gut gespielt hat. Ich habe uns besser spielen sehen. Mir war schon klar, dass wir die 81% Trefferquote oder Wurfeffektivität aus Coburg bestimmt nicht an jeden Tag bringen können. Ich habe mir schon gewünscht, dass wir deutlich effektiver sind als heute. Also das hat uns das Leben gerade im Angriff sehr, sehr schwer gemacht, dass wir klarste Chancen, Tempo-Gegenstöße nicht verwandelt haben. Sicherlich hatte Söstrand auch einen guten Tag im Tor, hat uns das Leben schwer gemacht. Daher haben wir uns selber vor Probleme gestellt. Von meinem Gefühl war trotzdem der Angriff nicht das Problem. Wir haben Lösungen gefunden, wir hatten gute Bewegungen im Angriff, haben den Ball gut laufen lassen, haben dann die Chancen nicht reingehauen. Unser vermeintliches Prunkstück, so wie wir uns sehen wollen als Abwehrmannschaft, war unser größeres Problem heute. Das muss man wirklich sagen. Wir haben uns die letzten 3 Tage nach Coburg nur mit 2 Kreisläufern auseinandergesetzt, nur auflösen. Wir wussten,
aus den vergangenen Spielen von Melsung, dass Tim Schneider ein exzellenter Kreisläufer ist. Ich glaube, er ist in Hüttenberg auch lange gewesen ist. Vielleicht haben wir uns damit einfach zu viel beschäftigt. Wir haben das von der ersten Minute nicht gelöst bekommen, zwei Kreisläufer zu verteidigen. Sie haben das Feld geteilt, damit haben wir uns auseinandergezogen. Wir standen isoliert im 2 gegen 2. Alles das, was wir uns nicht vorgenommen haben, hat uns Probleme gemacht. Und ich glaube auch dadurch, dass wir uns darauf so vorbereitet haben, hat die Mannschaft sich dadurch doll verunsichern lassen. Einzelne Köpfe gingen relativ schnell runter. Sie wussten, was wir Fehler machen, worüber wir gesprochen hatten. Das habe ich versucht, auf der Bank so ein bisschen gegenzuwirken, zu sagen, Jungs, wir sind mit einem Unentschieden oder mit einem Tor Rückstand in die Halbzeit gegangen. Das ist kein Problem. Wir haben jede Möglichkeit, das aufzuholen. Darum muss ich zum Schluss jetzt nach viel analysieren, trotzdem der Mannschaft ein riesen Kompliment machen, was Moral, was Kampf, was Wille betrifft. Und sehe das denn auch, Schorle, ich weiß, dass das für dich schwierig ist, ich sehe das trotzdem zum Schluss nicht als unverdient an, dieser Sieg, weil wir wollten, weil wir gekämpft haben, weil wir Herz gezeigt haben, weil wir uns auch noch niederschlägen, immer weitergemacht haben, nicht aufgegeben haben. Und das nehme ich jetzt mit und das nehme ich mit ins Weihnachtsfest. Und da liegen unter unseren Weihnachtsbäumen für ganz Magdeburg 2 Punkte gegen Melsungen. Da freuen wir uns sehr drüber und ich wünsche auch auf diesem Weg nochmal allen Magdeburger Unterstützer, allen Magdeburger Handballfans ein besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest im Kreise der Familie. Dankeschön. Ja, Steffen übernimmt schon das Mikrofon. Was gibt es noch zu ergänzen? Ja, schönen guten Abend. Benno hat eigentlich alles schon richtig analysiert. Ich glaube, wir hatten heute eine tolle Kulisse mit 6.500 Zuschauern. Ist immer wieder überragend, wie die Leute zu uns strömen und uns unterstützen. Und ich denke auch, dass wir heute das eigentlich erwartet schwere, spannende, sehr viel mit Leidenschaft geprägte Spiel gesehen haben, wo letztendlich die glücklichere Mannschaft gewonnen hat. Und ja, für Melsungen war es natürlich auch Pech, weil sie die letzten Spiele eigentlich immer schon Punkte hätten verdient. Aber wir hatten auch Spiele schon, die weggegangen sind. Deshalb fragen wir da nicht viel nach und nehmen die Punkte. Und ich wünsche auch allen eine schöne Weihnacht. Danke. Dankeschön, Steffen Stiebler. Möglichkeiten, Fragen zu stellen von den anwesenden Medienvertretern. Ja, bitte, mit Mikrofon. Ronny, Bildzeitung. Ja, ich habe noch mal eine Frage zur blauen Karte. Marco Bitschak wird ja gegen Mannheim auf jeden Fall fehlen. Rechnet ihr mit mehr Sperren noch oder wie wird das jetzt gehandhabt? Ja, also ich bin nicht die Spielaufsicht. Dazu kann ich jetzt wenig sagen. Ich gehe einfach mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einer Sperre aus. Wie hoch die sein wird, weiß ich nicht. Ja, das tut mir auch enorm weh, also auch ihm bestimmt. Die Frage ist, ob er überhaupt hätte spielen können. Ich bin der Meinung, er hat eine gebrochene Rippe, kann sich kaum bewegen, kann kaum Luft holen, hat also definitiv einen abbekommen. Nochmals, er darf sich zu dieser Affekthandlung nicht hinreißen lassen. Ja? 100% ist eigentlich schon ein Punkt hinter. Trotzdem sage ich, muss man bei einem Spieler, der auf dem Boden liegt, noch drüber stehen und noch was sagen und noch mal was sagen. Wir sind eine emotionale Sportart und ich war als Spieler bestimmt kein Kind von Traurigkeit. Ich verstehe die rote Karte. Ich weiß nicht, ob der Schorle, vielleicht sagst du dazu auch noch was anderes sieht. Die blaue Karte verstehe ich in dem Moment nicht, da ich es als Affekthandlung sehe, da ihn wegzuhalten, ob er ihn trifft, das weiß ich gar nicht. Und wahrscheinlich habe ich da jetzt einfach schon zu viel gesagt. Schorle, willst du dazu noch? Oder? Die Schiris hatten ja anscheinend auch ein bisschen den Überblick verloren. Ich glaube, auch der falsche Müller hat dann die 2 Minuten nach der Aktion bekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Bei uns gibt es keine falsche Müller, bei uns gibt es immer einen richtigen. Ich weiß, ich habe die Situation ja gesehen. Ich dachte erst, der Spieler wäre umgeknickt. Ich habe gar nicht gesehen, dass er die Rippen sich hält. Und wie gesagt, ich war auch ein emotionaler Spieler. Das ist aber schon lange her, ich habe es schon wieder vergessen. Du bist ja ein bisschen jünger. Ich denke, der Philipp Müller wollte sich, keine Ahnung, wollte irgendeine Frage, geht's oder so, und er hat sich halt dann dahin reißen lassen und ich weiß, ob man da eine blaue Karte braucht oder nicht, keine Ahnung. Es ist jetzt halt passiert, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, Einspruch eingelegt, vielleicht klappt es ja noch. Ansonsten, ich denke, dass die Schiedsrichter den Überblick verloren haben. Ich denke, die waren heute
Wir haben auf beiden Seiten mit Sicherheit den einen oder anderen Fehler gemacht, aber es war insgesamt eine gute Leistung, finde ich. Und von dem her gesehen ist so die Situation jetzt auch nicht entscheidend gewesen. Ne? Sondern im Gegenteil, die war eher für uns ein Nachteil, weil wir da die größten Probleme hatten in der Phase mit 4 Minuten Zeitstrafe. Gesagt, dass wir das auch mit formulieren können. Wir haben natürlich Einspruch eingelegt. Wir wollen einfach die Chance haben, uns die Situation nochmal anzugucken. Ob das eine Tatsachenentscheidung war oder nicht, das muss man sehen, ob man den Einspruch dann zurückzieht, was wir ja gar nicht brauchen, oder ihn verfallen lassen oder weiter was da formulieren. Wir sind das BESO einfach verpflichtet, dort uns die Situation nochmal zu analysieren, nochmal anzugucken, was da genau passiert ist und im gegebenen Fall was zu formulieren. Nochmals, da bin ich nicht die HBL oder das Kampfgericht oder wer auch immer darüber entscheidet. Das machen andere, das wäre jetzt Hellseherei oder in die Glaskugel gucken. Brauchen wir nicht. Wir haben einen ähnlichen Fall schon mit Dario Quenstedt gesehen, wo wir eine Situation auch ein bisschen anders bewertet hätten. Das entscheiden jetzt andere Leute. Wir können bloß nochmal drauf gucken, nochmal analysieren und uns Gedanken machen, ob wir es so akzeptieren oder ob wir was dagegen formulieren. Danke. Weitere Fragen noch? Dann gucken wir vielleicht nochmal auf die Resultate vom heutigen Spieltag. Da hatten wir THW Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen 26-29, die Füchse Berlin gegen die Frischhoff Göppingen 31-26, Hannover gegen Gummersbach 29-26, Erlangen gegen Leipzig 31-22, Coburg gegen Flensburg 24-35, Balingen gegen Stuttgart 23-19, der Bergische HC und Lemgo 28-29 und Minden unterliegt Wetzlar mit 25-27. Soweit diese Resultate vom heutigen Spieltag. Da ich recht herzlich Dankeschön, wünsche allen ein angenehmes Weihnachtsfest und wir sehen uns dann am Montag um 15 Uhr wieder Anwurf dann gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Wünschen den Melsungern eine angenehme Heimreise und schöne Weihnachten. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.